Zweiter Tag der Mephisto Amadeus Horse Indoors hier in der Salzburg Arena, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Reitsport-Highlight des Jahres in der Alpenrepublik Österreich. Und einen Salzburger Sieg hat es heute gegeben bei unseren Amateuren in der Medientour durch Kabalu mit Ute Anthony Meinert. Ute, als Lokalmatadorin siegreich, Gratulation. Plan soll erfüllt, letztes Jahreserfolg wiederholt. Ja, das stimmt nur heute in der mittleren Tour. Letztes Jahr war die große Tour. Aber wie gesagt, mein Pferd war eben verletzt ein halbes Jahr und jetzt muss man wieder langsam anfangen. Aber es schaut ganz gut aus. Aber bei der Siegerung hat man gesehen, also der Kabalu ist schon wieder ganz der Alte, also frisch und munter. Das stimmt, ja, er war gut. Wie schaut es aus fürs Finale? Kann Kabalu noch eine draufsetzen? Ja, ich hoffe schon. Aber wie gesagt, das muss man immer ein bisschen abwarten, wie der Parcours ist und ja, wie wir dann drauf sind. Ja, bei der Siegerung stolz an der Seite von Kabalu, der Pferdebesitzer Wilhelm Stadler, einer, der in Lambrechtshausen nicht mehr wegzudenken ist. Er unterstützt ja nicht nur dich mit Pferden aus seinem Stall, sondern auch Christian Jutzer. Ich glaube, eine Symbiose, über die man sich immer wieder freuen kann. Das stimmt, ja. Und wir passen aber alle recht gut zusammen. Ja, und wie geht es dann nach jetzt in die Weihnachtspause und im nächsten Jahr dann wieder mit Kabalu und Kylie am Start? Ja, aber erst wieder im Mai. Dann wünschen wir dir eine wohlverdiente Pause mit deinen Pferden und dass ihr frisch, munter und gestärkt zurückkehrt 2017. Dankeschön.